Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Als ich heute die Top 10 Liste angeschaut habe vom 3. Juni 2016, habe ich mich sehr gefreut, und zwar weil Spanien auf der Liste ist. Und ich denke, Spanien ist ein interessantes Land zum Investieren. Ich habe also gedacht, ich werde sicher etwas finden in Spanien. Hier sehen Sie es vor sich, die Unternehmen in Spanien. Und was mir gerade hier bei der Value-Liste auffällt: die meisten Unternehmen in Spanien haben immer noch eine relativ tiefe Sicherheit. Das heißt, die spanischen Unternehmen sind relativ stark verschuldet. Das macht mir etwas Angst, denn das war ja das Thema in Spanien, dass man sich zu stark verschuldet hat. Und offenbar sind sie noch nicht über dem Berg. Ich habe dann noch die kombinierte Liste angeschaut, die auch die Sicherheit mit berücksichtigt im Rating und so dann Aktien findet, die vielleicht nicht top sind im Value, aber doch auch andere Kriterien gut berücksichtigen. Und ich sehe hier drei Unternehmen, vier Unternehmen, die im grünen Bereich sind. IAG, eine Fluggesellschaft, möchte ich nicht kaufen, denn Fluggesellschaften sind in einem sehr schwierigen Umfeld. Auch nicht Versicherungen, verstehe ich zu wenig davon, vielleicht später einmal, dann aber eher in einem anderen Land, nicht in Spanien. Stromversorgung habe ich bereits gekauft mit Iberdrola in der letzten Saison, fasziniert mich also nicht so besonders. Und Öl und Gas, das letzte Unternehmen mit einer guten Sicherheit, ist auch nicht eine Branche, die mich interessiert. Ich gehe also zurück nochmals zu den Obermatt Top 10 Listen, und ich sehe, auch in der Schweiz haben wir den SPI, also den Gesamtmarkt Schweiz, aufgeführt. Und hier unter den Value-Aktien ist mir aufgefallen, enorm viele Banken. Vermögensverwaltung, regionale Banken, diversifizierte Banken, Rückversicherungen, Vermögensverwaltung, enorm vieles im Finanzbereich. Ein Thema, das ich denke, ist nicht besonders interessant für mein langfristiges Portfolio, auch aus privaten Gründen, denn wir sind privat bereits in einer Bank investiert, weil meine Frau für eine Bank arbeitet. Also, was bleibt übrig? Verlagswesen, Tamedia ist mit M ein relativ kleines Unternehmen. Fühle ich mich nicht so wohl. Ich möchte schon lieber in einen L-Unternehmen, also ein larges Unternehmen, investieren. Da hätten wir Orior, Lebensmittel und Fleisch, das wäre eine Möglichkeit. Orior ist aber auch M. Auch hier haben wir nicht wirklich Unternehmen, die mich überzeugen. Ich habe dann noch die kombinierte Liste angeschaut. Und auf der kombinierten Liste sehe ich ein Unternehmen, das ich kenne, Conzeta. Ist im Bereich Industriemaschinen, ist zwar nicht ein besonders guter Value, ist aber ein bisschen größer als zum Beispiel jetzt Orior. Der Rest der Unternehmen der Schweiz interessiert mich auch nicht besonders. Conzeta kenne ich, wenn man die Aktienanalyse anschaut, war immer schon ein Unternehmen eher im grünen Bereich, außer Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Hat vermutlich auch damit zu tun, dass das Unternehmen in Familienhand ist. Ich denke, die Familie, die dahinter steht, die Schmidheinis, das ist eine verantwortungsvolle Familie. Es gibt sogar einen Goldgewinner, wie Sie sehen, bei uns ein CEO, der Gold gewonnen hat bei der Firma. Sie können das noch googeln, ob Ihnen auch Conzeta gefällt. Es gibt viele News dazu, selbstverständlich. Ich selber habe das jetzt nicht gemacht, weil ich kenne Conzeta schon und ich weiß, was ich da habe. Und ich habe mich entschlossen, Conzeta zu kaufen heute als nächstes Unternehmen in meinem Portfolio. Viel Erfolg bei Ihrer Auswahl. Überlegen Sie sich auch gut, in welchem Land und in welcher Aktie Sie investiert sein wollen. Wenn Sie dann aber das Gefühl haben, das ist das richtige Unternehmen, kaufen Sie es getrost, denn Sie werden es lang halten und der Preis heute ist so gut, wie er sein kann. Viel Erfolg beim selber investieren. Auf Wiedersehen.